Abend, liebe Zielgruppe, und herzlich willkommen zu Song at Home Ausgabe 300. Ja, das ist ein Meilenstein, den ich mir nie hätte träumen lassen, als ich im März 2020 mit dieser Videoserie hier begonnen habe, die ja nicht nur regelmäßig ein Lied, ein Video, sondern auch ein Stück weit Zustandsbeschreibung ist. Mir hat mal jemand gesagt, man sieht mir an, wie es mir gerade geht bei dem jeweiligen Song. Und da haben wir eine ganz schöne Berg- und Talfahrt hinter uns. Ne? Ich sehe es halt auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, einem weinenden, weil meine Branche, die Veranstaltungsbranche, sicherlich mit am schwersten getroffen wurde von diesen ganzen Einschränkungen. Denn bei uns kommen Menschen ungezwungen zusammen. Die wollen Spaß haben, die wollen tanzen, die wollen feiern. Und das ging jetzt über lange, lange Zeit nicht mehr. Und die kerngesunde Branche wurde also von 100 auf 0 innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wirklich abgebremst. Hier sind viele Existenzen krachen gegangen. Hier sind auch einige Menschen, die es einfach nicht mehr ertragen haben, die auch heute nicht mehr unter uns sind, wegen Perspektivlosigkeit, wegen Zukunftsängsten und den wirtschaftlichen Problemen, die das alles mit sich bringt. Ja, ich freue mich dann auf der anderen Seite, dass es mir zugefallen ist, dass es also eine Möglichkeit gegeben hat, diese Zeit nicht nur musikalisch und kreativ zu überbrücken, sondern auch die Distanz zu meinem Publikum, die durch die ganzen Maßnahmen entstanden ist, auch ein Stück weit zu überbrücken. Ich freue mich, dass ihr alle immer mit dabei gewesen seid und ja, teilweise richtig lange Rezensionen auch geschrieben habt zu den einzelnen Titeln. Dass ich ja bei vielen Ereignissen, Geburtstagen, Jubiläen doch die ein oder andere Freude auch über diesen Weg bringen konnte. Und dass viele auch das von mir geschaffene Angebot zu sagen, hier, ihr könnt auch was in den digitalen Hut werfen, auf der Supportseite tatsächlich angenommen haben und mir dort auch ein Stück weit über diese Zeit geholfen haben. Vielen, vielen Dank. Ich hätte es mir also nicht vorstellen können, dass es auch so geht, weil ich bin ja eigentlich so ein Live-Typ und sehr spontan und hier ist es so, Spontanität muss gut geplant sein. Was habe ich heute geplant zur Ausgabe 300? Eigentlich gar nicht so spektakuläres, sondern ein kleines, ein feines Lied von Mark Cohn. Es heißt Walking in Memphis und da nehme ich euch jetzt mit. Shoes and boarded a plane. Touched down in the land of the Delta blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I walk in Memphis. Walking with my feet 10 feet off the beat. Walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? So the ghost of Elvis on a hill you never knew. Follow him up to the gates of Graceland. Then I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered round us too. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, walking with my feet 10 feet off the beat. Walking in Memphis. They've got codfish on the table. They've got gospel in the air. And Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, boy, you got a prayer in Memphis.
Memorial plays piano every Friday after Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number and a song with all my might. She said, "Tell me, are you a Christian child?" And I said, walking with my feet and feet of beer, walking in the fields. Do I really feel the way I feel? Walking in my fields. Was walking with my feet and feet of beer, walking in my fields. Do I really feel the way I feel? When I was walking in my fields, was walking with my feet and feet of the beer, walking in my face. But do I really feel the way I feel? Und das war Song at Home Nummer 300, Walking in Memphis. Ich freue mich natürlich wie immer auf eure Rückmeldungen, auf Kommentare, auf Songvorschläge, auch sehr gern auf Teilung und natürlich auch über, freue ich mich über alle, die hier was in den digitalen Hut, ins virtuelle Sparschwein in der Supportseite einwerfen. Und ja, wir sehen uns wieder. Ich bin da ja stur bis zum geht nicht mehr. Das Ding hier wird durchgezogen, bis Menschen wieder ungezwungen und ohne kategorisiert zu werden in 2G, 3G, 4G, 5G, was auch immer, ungezwungen und ohne Einschränkung miteinander feiern können. Solange wird Song at Home geben, vielleicht noch ein Stück drüber hinaus. Mal gucken, im Moment ist es für mich noch nicht absehbar. Deswegen verabschiede ich mich bis zur nächsten Ausgabe. Ich werde in den nächsten Tagen jetzt wahrscheinlich eher versuchen, aus den letzten 150 Folgen mal so ein bisschen Trüffelschweinchen zu machen und nochmal die größten Highlights für euch zusammenzustellen. Nächste Woche gibt es dann wieder frisches Material. Also jetzt erstmal Tschüssi, Winke, Winke und bis Donnerstag. Tschüss.